Teppich nach Istanbul. Wie Eulen nach Athen. Aber diesen Teppich gibt es in Istanbul wahrscheinlich nicht. Der Bus kann nicht vorm Hotel parken und wir faulen Menschen wollen uns einfach nur reinsetzen und weiter. Nein, jetzt müssen wir selber die Füße in die Hand nehmen und also zu dem Bus gehen. Für die älteren Leute ist es kompliziert, für uns jungen Leute nicht. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Mein Herz. Du bereitest mir so viel Sorgen, oh, weißt du, da kann ich nicht das auch noch. Busfahrt wird genutzt, um mit Mustafa den türkischen Text durchzugehen. Und wir haben ja auch schon Wetten abgeschlossen. Also, wenn ich es schaffe, einmal den türkischen Text komplett richtig zu sagen, dann gibt er mir ein Kalpirinja aus. Du, weißt du was? Ich finde das, dieses mit diesem Yücadalar und sowas, diese schwierigen Strophen machst du gut. Aber wenn du dieses Belikigidinje dann sagst, dann hört sich das wie aus einem Maschinengewehr so ein bisschen an. So ein bisschen, wie russisch. Okay, lyrischer. Ja, wunderbar. Du bist jetzt gerade bei. Du bist echt beinahe 3+. 3+ ist gut! 3+ ist gut! Ja, was in der Türkei ist die Note 10 die beste Note. Also, das heißt, 3+ ist richtig scheiße. Ist ja sehr richtig, richtig. Es war irgendwie so, als ob der Dolmetsch jetzt zu Hause angekommen ist. Es war sehr angenehm. Also man hat richtig gemerkt, die Leute sind mitgegangen. Sie haben das ganz und gar verstanden. Natürlich auch in den anderen Orten, aber hier war es nochmal was ganz Besonderes. Hier waren wir alle sehr aufgeregt. Es war wunderschön. Also hat alle Erwartungen übertroffen.